Willkommen bei der 27. Folge von Red Lion EP. Ich wünschte, ich könnte euch heute ein anderes Foto als das zeigen, was ihr hier gerade seht. Aber leider hat YouTube irgendwie ein Problem damit, dieses Video zu rendern oder halt hochzuladen, wie auch immer. Und komischerweise finde ich es in meiner Bibliothek auch gar nicht mehr, also auf meiner Festplatte. Das ist natürlich äußerst scheiße, weil diese Folge ausgerechnet eine der bisher besten Episoden war, die ich so in meinem RP-Dasein kennenlernen durfte. Aber ich erkläre es euch in ein paar Textsätzen am besten, wie was passiert ist. Ilva ist wie normalerweise auch in den Dienst gekommen, hat sich Danny geschnappt, sie sind Taxi gefahren. Genau, es gab einen Anruf, sie haben denjenigen abgeholt und zum Dings gebracht. Und im Anschluss dann kam schon ein Prüfling, der seine Fahrprüfung halt machen wollte. So, Theorie durchgemacht und dann auch die Praxis. Und ich weiß nicht, woran es lag, aber Ilva war zu diesem Fahrprüfling, ich weiß nicht, irgendwas an ihn, an seiner Art oder so, hatte Ilva halt mega getriggert. Als ob er es extremst genau nimmt mit den ganzen Sachen. Aber da er meinte, er hätte sich die STVO sehr gut durchgelesen, war Ilva der Meinung, nur noch ganz, ganz kurz über die Theorie rüberzugehen, um ein paar Sachen abzufragen. Und ja, hat dann halt den Fragebogen rausgegeben. So, der war auch in Ordnung, den hat er auch gut bestanden. Dann ging es... zwischendurch kam dann noch ein Anruf vom PD mit der Frage, ob die Mitarbeiter des DMVs auch außerhalb des DMV-Geländes Führerscheine ausstellen. So, es gab nämlich einen Insassen in den Zellen vom PD, der halt sehr häufig ohne Führerschein gefahren ist. Das schon seit 8 Monaten, wie im Nachhinein dann sich herausstellte. So, da gerade aktuell der Fragebogen durchging und danach dann auch die praktische Prüfung gehen sollte, hat Ilva gesagt, alles klar, wir sind dann nach der praktischen Prüfung dann da. So, sollte dann also der Insasse den Test bekommen und dann auch ein Rekrut. So, gesagt, getan. Es ging zur praktischen Prüfung und da fiel Ilva schon der Prüfling mega irgendwie auf den Geist. Nichts gegen den Spieler, auch überhaupt gar nichts. Es ist seine Art, aber Ilva ging er so ein bisschen halt... auf den Zeiger, sagen wir es so. Nach der bestandenen Prüfung wollte er dann auch noch den LKW-Führerschein machen. Da aber das PD ja jetzt erstmal dran wäre, hat sie gesagt, gut, dann machen wir einen Termin für später, also für den nächsten Tag. Und der Prüfling wollte auch unbedingt bei Ilva wieder den LKW-Führerschein machen, was ihr dann in der Folge 28 sehen werdet. Also am nächsten Tag. Also quasi morgen, wenn ihr das hier jetzt euch anhört. So. Weil Ilva nämlich so sehr sympathisch war. Okay. Gut, hat sie einen Termin gemacht. Insgeheim hat sie gehofft, dass er halt, dass einer der Kollegen da ist und sie halt ihn an ihn abgeben kann. Weil sie zu tun hat oder was auch immer. Gut. In der Zwischenzeit kam dann schon ein Officer vorbei und hat halt nachgefragt, wie ist das jetzt hier, ne? Wo bleiben sie denn? Die
Praktische hatte sich halt etwas gezogen, weil er halt auch immer wieder nach Sachen gefragt hat. Und Ilva war in der Zwischenzeit auch noch ein Taxi fahren. Ja. Dann kam der Police Officer, hat nachgefragt und da in dem Moment waren sie halt gerade fertig, haben den Termin ausgehandelt. Gut. Dann sind sie zum PD gefahren, haben dort die Theorie erstmal abgefrühstückt. Und ja, Fragebogen ausgefüllt, Pipa und Po. Der Rekrut hatte den leider nicht bestanden. Ja. Das ja, war halt ein bisschen blöd. Und der Insasse, ja, der hatte es. Der hatte, glaube ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich glaube, 2 Fehlerpunkte oder so. Das war nicht viel. Also relativ gut. So, dann musste gewartet werden. Denn im Vornherein wurden nämlich Spielregeln festgelegt, wie die praktische Prüfung durchgeführt werden wird bei dem Insassen. Ja, das war nämlich so. Der Insasse natürlich auf dem Fahrersitz, Ilva daneben als Fahrlehrer, Danny kam mit und ein Officer, die halt in diesem einen Felon drinne saßen. So, im Nachhinein, also hinterdrein, fuhr dann noch ein Streifenwagen mit zwei Polizisten drinne, um halt, sollte es sein, dass der Prüfling ja einfach außer Reihe schert und was auch immer, also nicht nach den Spielregeln spielt, dass sie ihn halt hinterherkommen. Der Felon wäre halt auch nicht hinterhergekommen, weil er einer ja relativ, ich sag mal, 180, mehr fährt er ja auch nicht. Ne? So. Die Prüfung an sich habe ich ja schon auf YouTube hochgeladen. Ich verlinke den zu dem Video dann auch nochmal. Ein kurzer Zusammenschnitt ist das. So, und ja, dann hat Ilva dann nur noch den Führerschein ausgedruckt, ihm ausgehändigt, und das Geld, was halt für den Führerschein ausgegeben werden muss, hat halt das PD gesponsert. So, und ja, das war's quasi. Also der Prüfling war halt auch super nett. Also das kann ich OOC so wirklich sagen. Ich weiß, dass er von der Grove abhängt. Und Ilva hat aber auch damit überhaupt jetzt nicht wirklich mit Gänglern oder so zu tun. Deswegen hat sie da nicht wirklich eine Ahnung. Aber aufgrund der Farbe der Kleidung war mir persönlich klar, dass er zu der Grove gehört. So. Ja, hat er dann nur noch gemeint, dass Ilva und Danny dann am nächsten Tag einmal zur Grove-Garage kommen sollen. Warum auch immer, weiß ich. Haben wir halt auch am am 28. auch nicht hinbekommen. Ja, passierte halt. So, ja, und dann war auch schon der Feierabend. Also, im Endeffekt, wir haben nicht viele Prüfungen an dem Tag geschafft, aber dafür war es ein super schönes RP. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Man hat es auch den anderen angemerkt, dem Insassen sowie auch den Polizisten, weil es war halt mal eine super gute Idee vom PD zur Wiedereingliederung von Insassen, die halt keinen Führerschein haben, das mal zu machen. Und ich fand die Idee mega gut. Und ganz ehrlich, man könnte das auch mal häufiger machen, bin ich ganz ehrlich. Also, ja, und das war der Tag. Ja, that's it. Und ja, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich, was ich erzählen muss, weil, ja, ich jetzt quasi innerhalb von 10 Minuten den Tag zusammengerissen habe. Gut, wenn ihr immer noch Bock habt, also es tut mir auch wirklich leid, dass diese Folge quasi ja, ausfällt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die Folge jetzt abgeblieben ist. Ich habe in letzter Zeit sowieso ein paar Probleme mit meinem Renderprogramm.
Ich überlege vielleicht auch mal zu wechseln, aber ich habe halt diese vier Spuren, bei denen ich jede einzelne Tonspur halt selber abmischen kann. Und das hat halt auch nicht jedes Programm. Deswegen muss ich da ein bisschen gucken oder auch mal vielleicht ein kleines bisschen Geld in die Hand nehmen, damit ich ein ordentliches Programm bekomme. Wer da vielleicht eins kennt oder so, gerne mir Bescheid sagen, würde ich mich sehr freuen. Und mit diesen Worten danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder, quasi Folge 28. Und ja, man sieht sich. Bis bald.